Also ich habe da ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe mir dann gedacht, also so eine richtige Naturmaschine ist ja eine Trockenzelle oder Dreizelle. Es ist nur Wasser drin und aus diesem Wasser macht man ein Gas, das brennbar ist und mit dem man heizen. Wie? Noch lauter, ja? Okay. Oh, ja. Das ist jetzt diese Trockenzelle. Wahrscheinlich viele haben schon von Wasserstoff gehört oder Wasserstofftechnologie, ja, das ist noch in weiter Ferne. Dieses Konzept ist an und für sich schon fast 200 Jahre alt. Also 1832 hatte der Faraday schon Versuche gemacht im Spalten von Wasser. Es geht da drinnen, ist etwas Wasser mit ein bisschen Seifenlauge versetzt, dass der Strom besser geleitet wird. Und hier ist ein Netzteil, was den Strom zur Verfügung stellt. Und der Strom fließt einfach durch zig Platten, das sind 25 Platten, 24 Kammern. Und das Wasser wird durch diesen Strom gespalten. Und wenn ich jetzt da einschalte, ich habe jetzt mal nur auf 5 Ampere eingestellt, das ist nicht viel, dann habe ich da eine Flamme. Und ihr seht, jetzt kommt da Wasser rauf, weil das ist jetzt, wenn die Zelle arbeitet, hat das Wasser nicht mehr Platz in der Zelle. Da schäumt es da bis runter. Jetzt haben wir da eine Flamme, ein Flämmchen. Wenn ich mit der Flamme gegen etwas brenne, dann, ihr seht, das ist ein Stück Schamott und ihr seht, das wird sofort glühend. Ich habe sofort eine Glut. Und wenn ich ganz nah hingehe, dann kriege ich ein Leuchten zusammen, ein Licht sogar. Das heißt, jetzt haben wir nicht nur eine Flamme, sondern wir haben von der Flamme das einzige Abgas, was diese Flamme macht, ist Wasserdampf. Und wenn ich ganz nah hingehe, dann hat dieser Wasserdampf, der da von der Flamme rauskommt, keine Chance mehr abzuhauen irgendwo nebendurch und verbrennt gerade noch einmal, wird gerade noch einmal gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und wir haben eigentlich da sogar eine Thermolyse im ganz kleinen Mini-Maßstab. Wenn ich jetzt da mit der Flamme auf ein Stückchen Kalk gehe, also ihr dürft nicht direkt hineinschauen, sonst seht ihr nachher nichts mehr. Dann seht ihr, wie das zu leuchten beginnt. Ein sogenanntes Kalklicht haben wir da. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das ist eine Schamotte, die ist 2 cm dick. Diese Flamme macht ein Loch hindurch in 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr schon sowas mal gesehen habt. Also ja, man kann vielleicht mit Acetylengas Schweiß brennen, aber mit wesentlich mehr Leistung. Wir haben da kaum eine Leistung da drauf. Das ist das, wenn ich da drauf gehe. Dasselbe Licht, nur beim Kalk wird es noch ein bisschen heller. Man kann alles schmelzen. Es ist ein Stück Granit. Wenn ich da drauf gehe, es wird flüssig. Ich kann in diesen Granit kann ich einen Nagel hineinschweißen, nur mit dieser Flamme. Und die meisten Menschen haben von dem noch nie etwas gehört oder gesehen. Dass es so einfach ist, hat noch niemand, oder kaum jemand, schon mal gehört. Und wenn ich jetzt die Flamme ausschalte, dann gibt es einen kurzen Pack. Und das ist das, was der Arrestor jetzt auffängt. Und weil ich immer sicher unterwegs sein will, habe ich 2 Arrestoren. Und die dritte Sicherheitsvorrichtung ist dann dieser sogenannte Bubbler. Das ist ein Behälter. Da ist jetzt nur gefärbtes Wasser drin. Damit, falls da doch einmal eine Rückzündung durchgehen würde, landet sie im Wasser und geht nicht da in diesen Behälter. Und dann wird man immer wieder gefragt, ja, so die Gefahren. Und wenn ich da sehe, wie wenig Gas da in der Zelle ist, wie wenig Gas da drinnen ist, kann ich nur sagen, da kann eigentlich nichts passieren, weil wir nie große Gasmengen vor Ort haben. Alles, wo wir riesige Gasmengen haben, das ist gefährlich. Zum Beispiel die Leitungen, die Stadtgasleitungen, hört man immer wieder mal, dass ein Haus explodiert ist, gerade neulich wieder ist es vorgekommen. Das passiert, wenn große Gasmengen sich in einem Raum sammeln, dann kann was passieren. Aber wenn so Minimengen da sind, kann eigentlich außer einem lauten Knall nichts passieren. Und ich habe jetzt seit circa 4 Jahren
habe ich mein Haus mit diesem Gas beheizt. Und es kommen dann immer wieder Argumente, die sagen, ja, warum mit Strom ein Gas erzeugen und dann mit dem Gas heizen, warum nicht gleich Strom verwenden? Und um dieses Argument ein für alle Mal für mich, und ich rede jetzt nur von mir, ich kann ja niemandem was beweisen, das müssen die Professoren machen an den Unis, ich kann aber für mich mir etwas beweisen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich für mich etwas sicher weiß, dann wirkt das, was ich sage, ganz anders. Weil dann spreche ich von Dingen, die ich erprobt habe, erfahren habe und selber ausprobiert habe. Und um dieses Argument immer so, warum Strom für Gas verwenden und dann damit heizen, warum nicht gleich mit Strom heizen, habe ich die letzten 2 Jahre mit Strom geheizt. Und ich kann euch sagen, die Stromrechnung ist durch die Decke geschossen. Also mit herkömmlichen Heizkörpern, so Ölradiatoren, Heizlüftern, geht gar nicht. Dann habe ich dieses Jahr Versuche gemacht mit sogenannten Infrarot-Heizpanelen. Die sind auch mit Strom, werden die betrieben. Und die sollen sehr, sehr effizient sein. Und das waren sie auch tatsächlich. Also, aber sie waren nicht so effizient wie meine Gasheizung. Also, was heißt das jetzt? Beim Strom sagt man, ist 100% effizient. Ja, was ist dann jetzt mit der Gasheizung? Die muss ja dann noch effizienter sein, wenn ich günstiger unterwegs bin. Und mit günstig meine ich jetzt, im Normalfall habe ich 1200 Euro Heizkosten für ein Jahr. Und ich habe jetzt noch in 4 Jahren, jedes Jahr, meine Heizkosten auf 450 Euro gesenkt. Also da kann man nicht sagen, dass ich mir was einbilde oder dass es nicht funktionieren würde. Und ich habe noch nicht einmal das ganze Haus versucht damit zu heizen, nur einen Raum. Und dafür habe ich mir etwas gebaut und das steht da jetzt. Das ist eine sogenannte, das hat noch niemand gesehen, das ist eine sogenannte Sandheizung. Schauen, dass das kühl ist. Ich stecke jetzt den Schlauch da drauf. Ist nichts anderes als ein Rohr, das ist von unten bis oben mit Sand gefüllt, mit ganz feinem Sand. Und es ist jetzt wahrscheinlich für uns ein bisschen heiß herinnen, schon mit dem Ofen, also dass ich das nicht lange anstellen will. Ich muss das jetzt von oben anzünden, aber ich habe es extra so gelassen, dass ich das zeigen kann. Weil normalerweise wenn das verbaut ist, sieht man nichts. Ja. Und jetzt kann man schon schauen, jetzt ist da schon heiß. Und wenn ich jetzt da ein Glas nehme, oder vielleicht so, dann sieht man, das wird feucht. Also was da rauskommt, ist nur Wasserdampf. Das ist jetzt der Sand, der ganz zu oberst brennt. Und dieser Sand wird heiß und am Ende ist das ganze Rohr etwa 70 Grad heiß. Von unten bis oben. Und es ist recht heiß, aber ihr könnt mit der Hand drüber, ist recht heiß. Jetzt hört man noch ein leichtes Knacken. Das ist etwas platinierter Sand. Was ist es? Einfach etwas Platin im Sand. Jetzt heizt sich das kurz vor. Also wenn das ca. 60 Grad hat, der Platin, dann fängt er an, Wasserstoff und Sauerstoff wieder zu rekombinieren, ohne Flamme. Und jetzt kommt da langsam das Gas. Und jetzt passiert das ohne Flamme, nur mit dem Platinsand, der da oben ist. Wenn ich so eine Heizung anmache, dann dauert es natürlich eine halbe Stunde, bis das ganze Rohr heiß ist. Aber wenn ich sie dann ausschalte, dann dauert es circa eine Stunde, bis es wieder kalt ist. Also man muss einfach ein bisschen langsam. Ich habe das diesen Winter 16 Stunden im Tag in Betrieb gehabt. Einen 20 Quadratmeter Raum, 16 Stunden im Tag, 10 bis 16 Stunden mit 240 Watt. Wenn ich dieselbe Heizleistung will, brauche ich elektrisch schon eine 550 bis 600 Watt Paneele. Nicht? Und da habe ich es mit 200 bis 300 Watt.
Es kommt halt darauf an, wenn es jetzt 10 Grad minus hat, brauche ich vielleicht 320 Watt. Wenn es 6 Grad über Null hat, brauche ich nur 180 Watt. So in dem Schnitt. Und so kommen dann die Heizkosten zusammen. Und jetzt kommt das Zweite. Ich will ja nicht Wasserdampf, der da oben rauskommt und in den Raum geht. Obwohl man sagen muss, es ist sehr, sehr wenig. Ist also nicht vergleichbar mit dem Wasser, was ich, sagen wir, mit einem Luftentfeuchter aus dem Raum raushole. Das, was da rauskommt, ist ganz, ganz minimal. Jetzt habe ich eine Haube, die ist unten abgeschlossen, dass das Wasser, was da oben rauskommt, abkondensieren kann und da unten durch das Schläucherl wieder rauskommt. Und diese Haube kann ich dann mit 4 Schrauben festmachen, dass das so hält. Und ich kann das in der Höhe auch verstellen. Dann habe ich also eine Heizung, die etwa 1 Meter hoch sein kann und eine Abstrahlfläche von 3000 Quadratzentimetern aufweist. Und das reicht für einen Raum. Würdest du regulieren zwischen Ausschalten und Einschalten? Das ist jetzt alles noch nicht automatisch. Automatisieren müsste man das jetzt so, dass man da oben anstelle von dem Bunsenbrenner, mit dem ich da anheize, eine Heizspirale einbaut. Und dann drücke ich auf den Knopf, die Heizspirale fängt an zu glühen, der Sand wird 60 Grad oben und das Gas kommt. Und es kann nichts passieren. Und da oben ist noch ein kleines Locherl, das sollte sich einmal, es ist aber noch nie, also im ganzen Winter nie vorgekommen, wenn da mal doch ein bisschen ein Gas unverbrannt sein sollte, kann es da oben raus. Und es sind so minimale Mengen, da würde nicht einmal ein H2-Sensor ansprechen drauf, weil es so gering ist, oder? Und es ist auch so, dieses Gas, Wasserstoff, das geht sogar durch Beton durch, das geht durch alles hindurch. Das ist ja das Problem beim Speichern, was Sie beim Speichern haben, was mir nicht sehr sympathisch ist, weil ein Riesentank mit Tausenden von Litern Wasserstoff und da passiert einmal was, also da möchte ich nicht in der Nähe sein. Hier haben wir eine Situation, ich erzeuge und verbrauche. Also es ist ein ständiger Kreislauf und wenn jetzt jemand denkt, aber Wasser ist ja auch heilig, das Wasser wird nicht verbraucht. Am Ende ist wieder Wasser. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben es mit einer Situation zu tun. Wir haben ein Naturstoff Wasser, der wird gespalten und beim Wiederverbundenwerden, beim Rekombinieren, beim wieder zusammengefügt werden, erzeugt er Wärme und ist wieder Wasser. Also wir haben einen ständigen Kreislauf und das Wasser wird dabei nicht verbraucht. Es ist dieselbe Menge Wasser, die gespalten wird, kommt da wieder raus nachher. Und ich kann das auffangen und wieder in die Zelle schütten. Und fürs Automatisieren könnte man jetzt noch ein paar Druckschalter anbringen, Temperatursensoren, eine kleine also viel gesteuert muss da nicht werden, einen Temperaturthermostat. Und dann würde ich die Heizung so betreiben, dass, also wenn die Raumtemperatur erreicht ist, schaltet er runter auf 40 Watt, läuft weiter. Und dann, wenn sie wieder sinkt, dann schaltet er wieder auf 200, 300 Watt. Es ist mir da auch nicht so wichtig, ob wir jetzt da so besonders effizient sind. Ihr müsst eins vorstellen, das ist nur ein Anfang. Und ich habe vor 2 Jahren, hat man mich eingeladen von der Uni Wien, von der BOKU, ob ich da nicht mal einen Vortrag halten würde. Und dann bin ich natürlich hingegangen, habe das hergezeigt und die Leute waren hochbegeistert. Der Einzige, der nicht reingekommen ist in den Saal, war der Professor, weil er Angst hatte, es könnte was explodieren. Und nachher war da eigentlich alles gemacht, also die wollten dann unbedingt bei mir einen Kurs machen, dass man so eine Zelle mit ihnen baut. Ich habe 8 Zellen mit ihnen gebaut. Und dann 3 Monate später, was ist passiert? Der Professor ist in Ruhestand gegangen. Sie haben einen neuen Professor vor die Nase gesetzt bekommen und der hat kein Interesse daran. Und ich sage einfach, in einer Zeit, wo wir haben es jetzt gerade wieder vorgestern, also diese Woche, mit Hochwassern zu tun bekommen. Wir werden immer mehr Hochwasser haben, weil das Klima immer verrückter spielt. Und dass man da einfach sagt, lassen wir das links liegen. Wir werden dann schon einmal was finden in 30 Jahren. Es ist einfach für mich unvorstellbar, oder?
Und jetzt kommt der Punkt, ich habe mit dem angefangen. Die Effizienzwerte sind nicht schlecht. Wir reden so von 96-97% sicher, was wir haben. Es gibt Leute in Amerika, Australien, die haben diese Art Elektrolyse betrieben in einem sogenannten Resonanzverfahren. Also sie haben eine Resonanz in die Zelle reingekriegt und plötzlich haben sie festgestellt, dass sie mit fast keiner Energie viel Gas erzeugt haben. Und das ist ein Mensch hat das entwickelt, der ist damit Auto gefahren. Der lebt nicht mehr. Es ist einfach so, die Großen, die ganz Großen, die wollen nicht, dass es sowas gibt. Und darum können wir das eigentlich nur im Kleinen machen, oder? Wie nennen Sie diese Maschine? Also die nennt sich eigentlich, der Name ist völlig falsch, nennt sich vom Englischen Dry Cell, Trockenzelle. Sie ist aber, wie ihr seht, nicht trocken, weil da ist sehr wohl Wasser drin. Aber dieses Wort Trockenzelle ist einfach nur zur Unterscheidung. Es gibt auch sogenannte Nasszellen. Da sind die Elektroden einfach in einem Wasserbad angeordnet und produzieren auch Gas. Das ist gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Ich hab mir extra einen Geigerzähler besorgt. Der stammt noch aus NATO-Zeiten. Voll funktionstüchtig. Null, null. Ich habe dann auch andere Versuche gemacht mit der Mikrowelle. Und da habe ich gedacht, das ist heikel vielleicht. Da habe ich mir ein Mikrowellenmessgerät besorgt und den Geigerzähler. Habe geschaut, ja, die Mikrowelle, ein bisschen eine Mikrowellenstrahlung ist schon da. Also ich würde jetzt sagen, ihr könnt die Mikrowelle für alles verwenden, nur nicht zum Kochen, weil sie total eigentlich die Materie zerstört. Es war aber alles nicht so tragisch, also vielleicht 0,4 Milliwatt Abstrahlung habe ich da um das Gerät gemessen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir mal mein Handy an und habe mich angerufen am Handy und bin mit dem Mikrowellenmessgerät zum Handy hin. Wisst ihr, wie viel es da war? Über 200 Milliwatt. Und das haben wir jeden Tag dutzende Male am Ohr. Wir haben uns so daran gewöhnt und denken, es macht nichts, es ist aber ganz schlimm. Über 200 Milliwatt. Also da gibt es nicht einmal Mikrowellenstrahlung. Null. Wasserstoffauto? Das sind die Großen, die das machen oder nicht machen. Ja, es hat fast jede Firma hat irgendwo im Petto für Wasserstoff. Und jetzt das Neue ist ja jetzt eben dann Brennstoffzelle, oder? Dass man jetzt also quasi Wasserstoff erzeugt oder Wasserstoff tankt und den dann in eine Brennstoffzelle gibt und dann mit dem Elektromotor fährt. Was eigentlich das Effizienteste dann wäre, oder? Aber ich muss immer tanken. Nur da, also mit dem Verfahren, was der Stanley Meyer, der ist eben 87, glaube ich, schon gestorben worden, der ist mit einem Strandbuggy mit dem Auto gefahren, mit selbst erzeugtem Wasserstoff vor Ort. Und es hat einige so Typen gegeben, die haben das gemacht. Ja, ich sage ja, 200 Jahre alt. 200 Jahre, wir müssen uns vorstellen, 200 Jahre sind wir da stehen geblieben. Das hat man einfach, das ist einfach Verschwindibus, ja. Es darf, wenn jetzt die NASA auf den Mars geht, ich habe neulich einen Mann kennengelernt, einen jungen Burschen, der hat sich für das Projekt gemeldet, NASA fliegt auf den Mars ohne Wiederkehr. Also die fliegen nur hin, aber kommen nicht zurück. Und er hat mir gesagt, sind 700 Leute haben sich gemeldet. Und er ist jetzt in der engeren Auswahl, es sind immer noch 250. Also da darf das funktionieren, nicht? Es darf auch im Ozean funktionieren, aber bitte nicht auf unserer Erde, weil da muss man Gas, Öl und Kohle verkaufen, nicht? So ist die Situation. Das heißt, du tankst jetzt pures Wasser? Also da ist nichts anderes als Wasser drin, ja. Das ist aber billig, und das ist zu billig. Das ist zu billig, ja. Und eben, es wird darum auch nicht an diesen Systemen geforscht, wie könnten wir das effizienter machen. Und wenn viele Menschen sich auf so etwas einschießen und sagen, wie können wir noch effizienter Wasserstoff erzeugen, dann finden sie auch einen Weg.
Und vor allem, wenn Sie im Hinterkopf haben, wir müssen dringend etwas fürs Klima tun, dann finden Sie noch schneller einen Weg, wenn Sie wollen. Aber meine Überzeugung ist die, Sie wollen nicht. Also nicht die Menschen, aber die, die das große Geld verdienen mit Öl und Gas. Ich habe jetzt da einen Katalysator. Was ich jetzt da eigentlich mit der Heizung vorgeführt habe, ist nichts anderes als dasselbe, was ich da habe. Wenn ich das Gas einatme, was passiert? Ich habe einen Vortrag gehabt in Ottenschlag im letzten Frühjahr. Und da ist ein 76-jähriger Mann erschienen und hat gesagt, er hat auch so eine Zelle gebaut. Und er hat Arthritis gehabt, er hat Rheuma gehabt und alles Schierke. Und er atmet das jeden Tag ein, Sauerstoff und Wasserstoff. Und er hat seine Arthritis verloren, seine Gelenksprobleme sind weg und er ist pumpergesund. Es ist 30% reiner Sauerstoff, das haben wir in der Luft nicht. Ich tue das jetzt auch wieder ein bisschen vorheizen da. Ha? Und jetzt mache ich die Flamme aus. Es knallt kurz und jetzt mache ich das Gas wieder an, nicht? Und jetzt könnt ihr das sehen. Es wird glühend. Da ist jetzt keine Flamme mehr. Sieht man das? Ja, jetzt ist die Flamme wieder gekommen. Wenn ich das mit dem Katalysator mache, dann müsste ich eigentlich ein ganz bestimmtes Gas-Luft-Gemisch haben. Und das kann ich jetzt da hier nicht erzeugen, so auf die Schnelle. Nicht? Kann man sehen. Also es ist nur das Gas. Keine Flamme. Ich kann da hin. Es ist keine Flamme, es ist nur das Gas, was diesen Katalysator jetzt zum Glühen bringt. Ich habe auch in der Samtheizung drinnen Temperaturen bis 750 Grad gemessen mit einem Sensor. 750 Grad da oben. Damit lässt sich schon was anfangen, nicht? Ich habe auch versucht, so zu heizen, aber es ist relativ kompliziert. Man muss da eben Luft-Gas-Mischung herstellen. Und ich wollte ja nicht Luft noch dem Gas beimengen, weil dann haben wir ja wieder Stickstoff in der Luft und da haben wir wieder NOx, was wir ja nicht wollen, auch wenn es in sehr geringem Maße ist. Aber hier, wenn ich das reine HHO verbrenne, ist null Abgase, außer Wasserdampf. Etwas anderes gibt es nicht. Es ist, glaube ich, die einzige Flamme, die unter Wasser brennt. Das haben Sie auch noch nicht gesehen, oder? Eine Flamme, die im Wasser brennt. Natürlich, weil sie den Sauerstoff schon frei Haus dabei hat. Also Sauerstoff und Wasserstoff, also kann sie auch im Wasser brennen. Und ich gehe jetzt da mit der Flamme ins Wasser. Kann man das sehen? Ich bin mit der Flamme im Wasser drin. Und ich komme wieder raus und ich gehe wieder rein. Das Wasser wird warm. Die Flamme müsste ja, um maximale Wärme zu erzeugen, gegen etwas brennen. Also gegen einen Gegenstand, der feuerfest ist. Und da habe ich bis 90% Effizienz erreicht beim Wasser. Ihr könnt schauen. Schon warm. Und da war ich jetzt noch nicht auf voller Leistung. Das ist jetzt da. Kann, wenn ich jetzt da ist jetzt die maximale Leistung von dem Netzteil. Jetzt haben wir eine Flamme, die geht schon, also da brenne ich mich jetzt schon. Man sieht es jetzt aber nicht mehr, also man sieht die Flamme vielleicht bis daher, aber da brenne ich mich schon. Und das ist erst ein Mini-Teil, das ist noch nicht viel jetzt das. Aber so eine Zelle, die reicht schon doppelt, also da brauche ich sie nur auf der halben Leistung laufen zu lassen, um einen Raum zu heizen. Also mit 4 Zellen heize ich ein ganzes Haus. Ich habe gedacht, dass wir das im Freien machen, aber jetzt im Raum kann man auch Luftballone aufblasen und die steigen zum Himmel. Wasser. Es ist nichts anderes als Wasser, was gespalten ist, in einen Ballon rein und der fliegt davon. Wie viel Wasser braucht man da jetzt, um sein Haus zu heizen? Ja, das kommt jetzt darauf an, halt. Es kommt auch darauf an, wie gut das isoliert ist, aber so im Schnitt. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass ich einen Kubik Gas in der Stunde brauche.
Das ist viel, das sind 20 Liter, 17 Liter, oder? Und ich bin jetzt schon runtergekommen und sage, ich traue mir es zu, dass ich mit 10 Litern in der Minute, also mit 600 Liter, das ist nicht einmal ein halber Kubik, das ganze Haus warm kriegen kann. In welcher Zeitraum? Warm halten. Wenn ich jetzt sage, 10 Liter in der Minute, das sind in der Stunde sind das 60 mal 10, also sind das 600 Liter. Und dafür brauche ich dann, für 10 Liter brauche ich dann circa 1,4 Kilowattstunden an Energie in der Stunde. Oder? Das ist nicht viel. Wenn ich vergleiche jetzt mit Strom, also da brauche ich wesentlich mehr. Ich habe jetzt diesen Winter habe ich ja in 3 Räumen Infrarotpanelen gehabt und da habe ich insgesamt 4000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Und jetzt ist natürlich, wenn ich mit Holz heize, dann brauche ich 18.000 Kilowattstunden im Winter. Für mein Haus, für 6 Räume, für 120 Quadratmeter, 18.000 Kilowattstunden. Es ist so, ich kann das vielleicht so noch erklären. Wenn wir jetzt von Werten reden, wie Watt und Leistung, Kilowatt, kann sich niemand was vorstellen. Jetzt bin ich da hingegangen und ich habe mir überlegt, also wir wissen ja beim Holz, 1 Kilogramm Holz hat 4,2 Kilowattstunden an Energie, an Heizenergie. Und wenn ich jetzt das mit meiner Sandheizung schaffe, einen Raum mit viel weniger zu heizen, dann entspräche das 400 Gramm Holz in 24 Stunden. Und ich glaube kaum, dass jemand das schafft, selbst wenn er den ganzen Rauch, den es da gibt, wenn man ein Holz im Raum verbrennt, drinnen lässt, mit 400 Gramm Holz einen Raum 24 Stunden warm zu halten. Das ist etwa die Relation, nicht? Und natürlich beim Holz sind wir da sofort bei, ein Festmeter hat natürlich einfach 1500 Kilowattstunden an Energie, nicht? Und ich brauche aber 12, 14 Festmeter pro Jahr. Jeder wird, der Holzheizung hat, wird so im Schnitt so um das herum brauchen. Und jetzt ist natürlich der Punkt der, das Holz ist wesentlich günstiger als der Strom. Also das Holz ist circa 4-5 Mal günstiger als der Strom noch, nicht? Und darum darf ich nicht so viel Strom brauchen, damit das noch rentieren soll. Aber ich mache es ja gar nicht, weil es rentiert, sondern ich mache es, weil ich eine Heizung habe, komplett ohne Abgase. Und jetzt kann man sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt einen Strom erzeugen muss, da brauche ich ja auch CO2 dafür, brauche ich ja auch... dann muss ja meistens mit Kohlekraftwerken wird der Strom fabriziert. Nein, ich habe Photovoltaikplatten, Paneelen am Dach für 3,5 kW. Das heißt, wenn ich im Jahr 4000 Kilowattstunden an Strom erzeuge, dann kann ich die 4000 Kilowattstunden auch sagen, das ist zum Heizen, nicht? Und dann habe ich null Emissionen, nicht? Und das war jetzt, dieses Jahr war es noch etwas schlecht, weil ich eben mit Strom noch 3/4 geheizt habe. Aber nächstes Jahr werde ich nur noch komplett mit Gas heizen. Und dann werde ich bei 2000 Kilowattstunden Energieverbrauch sein. Für den ganzen Winter. Nicht? Und das ist lächerlich, das sind 240 Euro. Nicht? Die ich nicht einmal rechnen muss, weil ich ja Solarstrom habe. Nicht? Es ist schade, wenn es schön Wetter gewesen wäre, hätten wir das rausstellen können, hätten zeigen können, wie das funktioniert. Und ich hätte eine Paneele mitgenommen und hätte die Zelle nur mit einer Solarpaneele betrieben. Und die rennt genauso, nicht? Ich habe 240 Watt, das ist da, wenn ich da nicht einmal auf der Hälfte bin, oder? Und wenn man jetzt sagt, ja, es muss noch effizienter werden, warum reiten die Leute immer auf demselben Thema rum? Wenn ich jetzt... sagen wir, ich fabriziere 1 Liter Gas, sagen wir mit 133 Watt. Sagen wir 140 Watt, ist wurscht. 1 Liter Gas. Und einen zweiten Liter fabriziere ich nur mit der Sonne, mit einer Solarpaneele. Dann habe ich 2 Liter Gas, 140 Watt. Aber dann heißt das, dass 1 Liter Gas wird mit 70 Watt gemacht. So kann man ja rechnen, oder? Dann habe ich eine Übereffizienz, da bin ich schon bei Over-Unity.
nur durch die Sonne. Einfach das bisschen, was mir fehlt, erzeuge ich noch zusätzlich mit dem Sonnenlicht. Und es ist gemacht. Mehr brauche ich nicht. Nicht? Der Andreas hat mich ja gefilmt von Anfang an. Und sie haben so eine kleine Internetplattform, wo sie eine CD, also ich habe das gesamte Wissen habe ich quasi freigegeben, dass alle machen können, das kostet nichts, kann man sich runterladen. Und sie haben eine CD mit 10, sind 10 mittlerweile, oder? Und vielen Zusatzbonus-Dingen, wo man die Anleitung, wie man das baut und, mit vielen Zusatzgeschichten schon dabei kann man übers Netz beziehen. Warum ja. Melden Sie es nicht das Patent an? Wie? Warum melden Sie es nicht das Patent? Das ist schon lang vorbei. Da gibt es jetzt Streitereien. Heute sprechen alle von dem sogenannten, es wird ja immer wieder gesagt, das sei Knallgas, nicht? Wie man es in der Schule macht, den kleinen Versuch, weil es knallt, wenn es explodiert. Aber dann kam einer, ein Australier, der hat das Brownsgas genannt. Der hieß Brown. Joule Brown. Der hat aber wieder nichts anderes gemacht als Patente von einem Amerikaner, der in den 60er Jahren solche Dinge gemacht hat, abgekupfert und für seine eigenen ausgegeben. Und die Patente auf sowas, wenn es welche gibt, auch schon längst abgelaufen, nicht? Wir sprechen hier von einer Zeit von 60 Jahren und es hat keinen Sinn, sowas versuchen, irgendwas Neues zu machen, zu patentieren, um es dann zu verstecken. Weil dann kommt es ja eh wieder nicht raus. Es kann ja nur rauskommen, wenn es viele machen können. Nicht? Und dann kann es auch verbessert werden. Dann kann es auch verbessert werden. Nicht? Man nennt sowas dann Open Source, dass alle da hinein agieren, nicht? Jetzt rauchen die Köpfe. Ja? Und ich muss das sagen, das wissen Sie nicht, es sind Tausende in ganz Europa, die heute so Zellen bauen. Tausende, Abertausende. In Deutschland, in der Schweiz, in Spanien, in Portugal. Franzosen sind auch sehr. Wir wissen von dem allem nichts. Und ich habe ja gestaunt, als ich dieses Konzept von dieser Trockenzelle ausgegraben habe, im Internet habe ich das auch gefunden. Nur, ich habe das nicht so leicht gehabt. Das Einzige, was ich hatte, war ein Foto von einem Amerikaner, der so eine Zelle gebaut hat. Und ich habe mir dann selber überlegen müssen, wie könnte das Ihnen funktionieren. Ich habe das nicht gewusst, ich habe das einfach gemacht und hat auf Anhieb funktioniert. Und dann habe ich diese Pläne, habe ich Videos gemacht erst, ganz im Kleinen. Und dann ist dann der Andi gekommen, hat mich gefilmt und dann ist es ein bisschen größer geworden. Dann haben wir das rausgegeben, übers Internet, zum Download. Ja, es gab ein paar große Namen, die alle damit Auto gefahren sind, alle. Also wir haben nichts davon gehört, nicht? Weil die Medien bringen das in der Regel nicht. Die Nöhn bringt es. Wie? Die Nöhn bringt es jetzt, ja. Ich habe mir schon gesagt, also wegen mir muss kein Medium präsent sein. Ich habe das lieber, wenn wir so in kleinen Gruppen sind. Aber jetzt zeige ich Ihnen noch etwas. Stirling-Motoren. Ich bewege mich da auch wieder auf der Modellebene. Weil, ganz einfach deshalb, ein großer Stirling-Motor, ein Leistungs-Stirling, ist praktisch nicht zu kriegen. Obwohl dieses Teil so einfach gebaut ist. Also jede Schlosserei könnte sowas herstellen, wenn sie wollte. Nicht? Das sind ein paar bewegliche Teile, die sich drehen und das war's. Nicht? Es ist ein Stirling-Modell, das kann man kaufen. Ist auch sündhaft teuer, ich glaube 98 Euro oder so. Hat keine Leistung, kann nichts, aber es bewegt sich. Also ich kann das, wenn ich es anstoße, kann ich es bewegen. Eine Wärmekraftmaschine, also sie verwendet Wärme, wandelt sie um in mechanische Energie, wo man dann Turbinen oder Generatoren antreiben kann. Jetzt ist es so, alle großen Stirlings, die werden meistens mit Pellets betrieben. Ich tue jetzt das auch vorwärmen. Also das kennt man ja, dass ein Stirling dann läuft. Äh,
wenn ich mit der Gasflamme hinkomme, das kennt man ja nicht, dass er dann läuft. Aber was man nicht kennt, dass das natürlich genauso gut, ein bisschen mehr zu mir, keine Flamme. Also ist jetzt nur das Gas. Ich kann da durch mit der Hand. Ich verbrenne mich nicht. Und der Kolben ist beschichtet mit etwas, also wie Platin, Palladium und so weiter, und läuft voll. Kann man das sehen? Und jetzt muss ich dazu sagen, alle großen Hersteller von Stirlingmaschinen, es gibt viele, also einige, die versuchen seit Jahren Blockheizkraftwerke zu bauen. Das Problem war, wenn sie mit Pellets heizen, dann verrußt der Kolben. Und das war das Problem, der Ruß. Und hier haben wir etwas, was keinen Ruß gibt. Eine so saubere Flamme. Null Ruß, nichts. Keine Flamme. Jetzt ist da der Draht rausgefallen für die Lampe, aber es ist ja wurscht, Hauptsache man sieht, dass er, läuft. Ha? Da haben wir. Ha? Der läuft jetzt so lange, wie ich da mit dem Gas bin. Wenn ich mit dem Gas weggehe, hört er dann auf. Und natürlich... Aber das würde dann stinken, nehme ich an. Darf ich dann Strom erzeugen? Ja, Stirling erzeugt direkt Strom. Wenn ich jetzt da mit der Flamme durchgehe, das stinkt jetzt ein bisschen, ist die ganze Dose, habe ich 0, nichts. So, wir sind ja da im Feuerwehrhaus. Sehr heiß, sehr heiß. 0, nichts getrennt. Ich kann da auch Metall trennen, alles. Ja, jetzt habt ihr einiges gesehen und einiges zu verdauen. Ich habe eigentlich lieber, wenn man eigentlich etwas macht und dann mehr Fragen aufwirft. Weil die Fragen sind ganz wichtig, die Antworten finden wir schon selber. Man muss nicht den Leuten alles beantworten, aber mit Fragen herumlaufen, das ist was Tolles. Da kann man sein Gehirn anstrengen und selber denken, nicht? Ja, ganz ja. Herzlichen Dank wieder. Gern geschehen. Ja, ja. Ja, wenn ich jetzt mit der Flamme Kohlenstoff beheize, wir können das nachher auch filmen, dann wird der plötzlich magnetisch, der Kohlenstoff. Das heißt, es muss Eisen dazugekommen sein. Es ist aber nur Kohlenstoff. Wie kann Kohlenstoff plötzlich magnetisch sein? Geht nicht. Nur wenn es sich in Eisen verwandelt hat. Und das ist auch etwas, was nicht sein darf. Nicht?